Ich lese die Bibel gern. Und ich lese sie täglich in einer Bibellesegruppe über Skype. Hallo, ich bin Jens der Christ. Außerdem überlege ich mir gerne christliche Parodien. Und da dachte ich, mache eine Parodie zu Barbie Girl. Und zwar zum Thema, ich lese die Bibel gern. Und weil die Merle immer mit mir in der Bibel liest, oder häufig mit mir in der Bibel liest, dachte ich, mache es mit der Merle zusammen. Allerdings konnte ich die Merle nicht überzeugen zu singen, darum singe ich dann noch den Teil von der Merle mit einer verstellten Stimme und die Merle bewegt sich dazu. Hi Merle. Hi Jens. Sollen wir in der Bibel lesen? Klar Jens. Los geht's. Ich lese die Bibel gern und rede mit den Herren. Es ist praktisch und fantastisch. Jesus ist mein Herr. Es fällt mir gar nicht schwer. Imagination. Life is his creation. Let's read Bible, don't be idle. Ich lese die Bibel gern und rede mit den Herren. Es ist praktisch und fantastisch. Jesus ist mein Herr. Es fällt mir gar nicht schwer. Imagination. Life is his creation. Lukas hier, Markus da, das ist wunderbar. Klick den Link, Bibelserver, wir kommen. Bin bereit, fang doch an, warum wartest so lang? Merle, fang nun schon an zu lesen. Wir sind frei. Hör mir zu. Jesus ist der wahre Weg. Ich lese die Bibel gern und rede mit den Herren. Es ist praktisch und fantastisch. Jesus ist mein Herr. Es fällt mir gar nicht schwer. Imagination. Life is his creation. Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann man nicht zu Gott kommen. Oh, wie cool, was da steht, das gefällt mir total. Jesus hat meine Schuld genommen. Wir sind frei. Hör mir zu. Jesus ist der wahre Weg. Wir sind frei. Hör mir zu. Jesus ist der wahre Weg. Let's read Bible, don't be idle. Ah, 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 yeah. Let's read Bible, don't be idle. Ooh. Let's read Bible, don't be idle. Ah, 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 yeah. Let's read Bible, don't be idle. Oh, ich hatte heute so viel Spaß. Gut, Merle, dann lesen wir morgen weiter. Oh, ich liebe es, Jens. Und wenn du mit uns zusammen in der Bibel lesen willst, dann bist du dazu recht herzlich eingeladen. Melde dich einfach bei uns.